Hey, wir sind zu einer weiteren Folge von DSJ4. Ja, sind heute hier angekommen in Lillehammer. Und ja, mal gucken, wie es hier heute weitergeht. Nicht mehr viel ist vor uns. Und naja, ich würde mal sagen, viel Spaß mit der Folge. So, jetzt sind wir in Lillehammer angekommen. Mal schauen, wie es uns heute ergehen wird. Starten tun wir mit Eto Nussianen hier in die Qualifikation. Und ja, ein bisschen leichtes Lüftchen ist hier da wieder. Aber nichts Großartiges Besonderes. Mal gucken, wie es uns ergeht. Der erste Sprung hier von Eto Nussianen ist auf 133 Meter. Noten eher unterwältigend. Mal schauen. Da muss mehr gehen. Gerade hier, was dann doch ein bisschen einfacher ist, nahe der Hitze als hinzuspringen bei jeder Bedingung. Und auch ein Stefan Huller kann uns das gleich beweisen mit 137 Meter. Ja, Lillehammer, eine meiner Lieblingsschanzen seit der modernisierten Version hier ist, weiß ich nicht. Komme ich nicht mehr ganz so gut klar. Aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen, weil ich es nicht mehr so oft gespielt habe danach. Na, kann natürlich auch sein. Aber man sieht alles besser, aber trotzdem irgendwie. Komme ich da nicht mehr so klar, aber das ist was anderes, ne? Heute, ja, ich nehme es wieder kurz nach der letzten Aufnahme auf. Mal gucken, wie ich mich hier heute schlagen werde. Beim Ganzen bin ich ein bisschen müde auch. Merkt man dann vielleicht in der Aufnahme auch. Ich hoffe, es nicht zu sehr. Aber es wird halt ein bisschen der Fall sein. Mal gucken, wie sie heute abgeht. Mit Shiga Yela zum Beispiel. Der 135 Meter springen, das reicht immer nur für Rang 4. Also mal gucken. Abwarten, ein bisschen Tee trinken. Hier und heute. Gerade die Qualifikation wird wahrscheinlich nicht so berauschend sein. Denn ich fahre am nächsten Wochenende nach Innsbruck. Und freue mich da schon drauf. Aber ich glaube, das habe ich schon letzten Part erzählt. Deswegen werde ich jetzt einfach in Kommentator-Modus einsteigen, weil ich sonst, naja, nicht wirklich viel zu erzählen habe. Seit der letzten Aufnahme. Ja, gut. Dann Muhammad Irfan von Sintima, 138,5 Meter. Also Rang 2. Auf der alten Hilse, das wäre schon drüber gewesen. Deswegen meinte ich ja, man kommt hier wahrscheinlich eher sehr knapp dran. Aber ob wir drüber kommen, sei dann mal dahingestellt. Möglicherweise mit einem perfekten Sprung auf 140. Sollte eigentlich drin sein. Aber ja, mal schauen. Ist mal hier die Qualifikation. Vielleicht fällt mir noch was random Bullshit-mäßiges ein. Aber sonst haben wir hier einfach jetzt Roman Kudelka. Ich werde vielleicht jetzt nicht jeden Springer gleich ansagen. Denn wie gesagt, ich bin ein bisschen ausgelutscht. Und muss ein bisschen, naja, mal auf die Bremse steigen. Die letzten drei Folgen kommen dann noch mit Vickers und Lahti und Planitzer. Wenn ihr die Folge seht, ist wahrscheinlich schon Planitzer im vollen Gang. Ich hoffe, ich schaffe noch Vickersund, bevor Planitzer vorbei ist. Sollte sich eigentlich ausgehen. Und dann die letzten zwei kommen dann zu hoffentlich vor Ostern noch. Also ich möchte zumindest bis Ostern fertig werden, dass ich dann auch hier in die Sommerpause einsteigen kann. Wie und ob es Content geben wird, wahrscheinlich ja. Ich habe 100 Tage in Sons of the Forest überlebt. Video machen. Ich habe 70 Spielstunden in Sons of the Forest mittlerweile. 105 Tage überlebt und 102, 103 Tage oder so habe ich aufgenommen dort. Es gibt auch die nicht editierte Version auf dem Zweitkanal. Sind 30 Folgen geworden. Jeder mindestens eine halbe Stunde lang. Also da gibt es auch ordentlich Content und aus den Videos werde ich dann nochmal vielleicht ein super Edit für diesen oder halt ein 10-15 Minuten Video machen für den Kanal. Mal gucken. Mal gucken. Habe ich alles mit Luca gemacht. Wir werden sehen, wie es läuft. Vielleicht auch ein bisschen mit Schrift. Aber mal schauen, wie sehr ich mich da reinlehnen möchte in das Ganze. Mal gucken. Oh, Sandor Hauswirt hier. 141 Meter wären das gewesen, aber da ist er leider gestürzt. Das war dann doch ein bisschen zu spät gelandet und da hat es dann nicht mehr geklappt. Also es scheint möglich zu sein, hier über die Hillsides zu springen, auch bei dem Wind. Also, ja.
durchaus alles drin her. 137,5 Meter und jetzt Supernoten für Alex Insam, der jetzt die Führung übernimmt. Ah ja, das sind so ungefähr die Pläne dann für den Sommer, sage ich jetzt mal. Vielleicht nehme ich auch ein bisschen auf Material, ein Material auch auf in Innsbruck. Vielleicht mache ich daraus einen Vlog, vielleicht mache ich auch noch einen Wohnungsrundgang, den habe ich ja auch noch versprochen, eigentlich so ein bisschen. Ich wohne jetzt hier in einer neuen Wohnung seit Anfang des Jahres, habe dazu auch noch nichts aufgenommen. Vielleicht kommt es dann so ein bisschen mit dem Innsbruck Vlog, wenn ich dann irgendwie so zusammenschneide. Vielleicht mache ich da was. Mal gucken, ob ich Bock und Zeit dafür habe. Vielleicht ein paar Fotos, vielleicht mache ein paar Videos. Nur ich glaube nicht, dass ich viel filmen werde. Tatsächlich, ich glaube da eher nicht so dran. Wahrscheinlich eher Fotos für Instagram oder so, werde ich da wahrscheinlich eher machen. Sagen wir mal so, Fotos und Stories auf Instagram. Weil ich bin ja eher nur der gerne Landschaftsfotos postet auf Instagram. Und ja, da werde ich wahrscheinlich wieder den einen oder anderen, das eine oder andere machen. Vielleicht mache ich auch ein Selfie oder so mit der Landschaft. Obwohl ich mich davor immer so ein bisschen ekle, wenn ich ein Foto von mir selber mache, aber hey. Wie soll ich sonst wissen, in 10 Jahren, wie ich ausgeschaut habe, zum Beispiel, ne? Nun ja. Also. Gut. Dann haben wir jetzt hier Beta Briez. Also random Gedanken in die Qualifikation einbauen. Habe ich schon immer gern gemacht. Und 138,5 Meter jetzt von ihm zu Grafsgear mit 139 jetzt vorne. Ist ein bisschen untergegangen und so zwischendurch. Randy Keidel. Der kommt auch gut weg. Der liegt doch gut in der Luft. Kommt auch weit runter. Kommt auf 140 genau und geht damit in Führung. Randy Keidel jetzt in Führung. Natürlich leuchtet die Zahl nicht, weil wir hatten einen, der 141 gesprungen ist. Aber dann leider gestürzt. Stefan Kraft. Auch er scheint hier sich wohl zu fühlen. 139 Meter ist der dritte Platz hier in der Qualifikation bisher. Also ich brauche anscheinend wieder ein paar Sprünge, dass ich mich hier so einfinde. Schauen wir mal, was Vitali Kalinitschenko hier schaffen kann. Wenn auf jeden Fall noch viele Sprünge gegen Hinz kommen, wird es hier ein bisschen schwieriger, sich zu qualifizieren. Denn 135 Meter ist jetzt nur Rang 14, ist aber trotzdem qualifiziert. Darf man nicht vergessen, ist trotzdem noch mit dabei. Aber trotzdem eigentlich sehr, sehr weit. Da müssen wir mal schauen. Jakob Wolny. Das war über Hilseis, würde ich sagen. Jawohl. 140,5 Meter für Jakob Wolny, Rang 2. Zweiter Sprung. Bisher. Philipp Sakala. Auch schon länger her, dass man von ihm was gesehen hat. Trotzdem. Netter Sprung auch hier, 140,5 Meter auch von ihm. Not nicht ganz so gut wie bei Wolny, deswegen Rang 3 für ihn. Weiter geht's mit Karl Geiger. Er kommt auch ziemlich hoch raus. Ja, der war stark. Also 141 Meter und das ist die wohlverdiente Führung. Und tatsächlich auch die gleiche Weite wie Sandro Hauswald, sogar ein paar Zentimeter noch weiter. Deswegen Geiger jetzt erstmal in Führung. Hier und heute. Markus Müller darf jetzt runter. Also man sieht schon hier ein paar 140er. Nicht schlecht also. 138 Meter hier, das ist Rang 7. Gute Leistung trotzdem. Darin Vasiljev für die Kasachen. Was kann er hier uns zeigen? Der war sehr stark. Und dann konnte er nicht landen. 144 Meter wären das gewesen. Ja, nun, den hat er nicht landen können. Tatsächlich bei dem Wind. Das war fast nicht möglich. Da hätte er schon ein ordentliches Kacheln schieben müssen. Ah ja, passiert halt mal. Ist schon sehr flach hier. Da muss man das auch anders angehen. Vom Sprung her. Anti-Alto. Jetzt das nächstes. Durchaus möglich natürlich einen Telemark hier zu landen, aber ich weiß nicht, ob es möglich ist mit diesem Wind, weil der Wind spielt dann doch schon ein bisschen eine Rolle, wenn man ein bisschen langsamer ist bei mehr Aufwänden hat zum Beispiel. Anti-Alto jetzt auf Rang 18. Und ich fühle irgendwie so, dass schon 52 dann
im ersten Durchgang sein werden, denn wir mit zwei mit sehr hoher Beute, die gestützt sind. Und dann wird das wahrscheinlich auch so passieren. Marius Lindwig, 137 Meter, ist auch wieder mal dabei, Rang 18. Robert Johansson ist jetzt der Nächste, der jetzt hier runter darf. Kommt auch gut weg. Ah, setzt eine schöne Landung auf 139 Meter, wiederum Rang 5. Also das dürfte ein gutes Springen heute werden, denn die Leute legen hier in der Quali schon sehr, sehr gute Weiten ab. Und es ist, glaube ich, auch perfekter Wind für einen Bewerb hier, weil sonst geht es hier zu weit. Muss man halt ganz ehrlich sagen. 139 Meter, Rang 7 jetzt für De Schwanden. Also es ist gut gebalanced hier mit dem Wind zumindest. Lillehammer ist halt so eine Schanze, wo es halt richtig, richtig weit gehen kann. Und auch gehen muss, dass man hier normalerweise irgendwas reißt. Naoki Nakamura jetzt 142 Meter und übernimmt die Führung. Das ist der weiteste gestandene Sprung hier heute bisher. Johann André Vorfang darf jetzt ran. Ja, macht auch eine solide Leistung. Nichts Fisch, nicht Fleisch, ne? Aber Rang 17, da ist er auf jeden Fall dabei. Direkt hinterher darf jetzt Daniel Czofenik. Na, er kommt einen leichten Ticken zu spät runter. Aber das macht nichts. Er hat trotzdem noch gut den Sprung gerettet. Ist mit 136,5 Meter auf Rang 22. Ist auch dabei damit. Ante Lanišek jetzt. Aber auch vielleicht ein bisschen... Ja, das ist zu kurz. Das ist zu kurz. Rang 33 mit 135,5 Meter. Das ist im Moment zu kurz. Das ist Ex-Eco mit Eternusian zum Beispiel. Aber naja, kann er noch, was nicht ist, kann er noch werden, aber es wird trotzdem schwierig für ihn wahrscheinlich. Fredrik Willumstad. Darf jetzt runter. Ah, auch sehr solide. Auch um die 140, 139 Meter sind es von ihm. Rang 6, wie schon so viele vor ihm. Jetzt aber direkt hinterher darf Arti Aigro. Macht auch einen tollen Eindruck hier. Rang 29, da ist er noch mit dabei mit den 134 Metern. Wie viel sind denn bisher mit dabei? Es sind 31, also ja, da ist er noch knapp, aber doch mit dabei. Arti Aigro. Auch Kevin Maltsev mittlerweile mit dabei. Domen Preotz, ja, 133, 134 Meter braucht man im Moment für eine Qualifikation. Das lasse sich nicht nehmen, 135,5 Meter. Rang 22 ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber dabei ist er. Dabei ist er auf jeden Fall. Halvor Egner Granerød, ja, den hat man ein bisschen hier vermisst, die letzten Bewerbe. Da war er nie wirklich dabei. Und hat nie wirklich eine Rolle gespielt. Heute ist auf jeden Fall mal dabei. 135 Meter, Rang 22, ebenfalls wie Domen Preotz. Gleicher Sprung, gleiche Punkte, gleiche Platzierung. Andreas Wellinger. Ja, der hat auch schon einige gute Sprünge gehabt dieses Jahr hier bei uns. Aber für ganz vorne ist noch nicht. Also für ganz vorne in der Wertung hat es noch nicht gereicht. Oder für die Top 10, wie auch immer. Rang 29 hier, auf jeden Fall auch mit dabei. Nächster Springer, der jetzt runter darf, ist Philipp Raimund. Kommt ein bisschen schief raus, es ist hier meistens immer ein schlechtes Urteil. Aber 137 Meter reichen und dieser Rang 22. Yukiya Sato, der nächste. Kommt auch erstmal solide raus. Ja. Also da ist er auch mit gut dabei, super Punkte, deswegen Rang 15 mit seiner Sprungdistanz. Michael Heiberg darf jetzt ran. Was kann er hier uns zeigen? Wind ist sehr, sehr stark gerade. Auch die Weite ist sehr, sehr stark. 141,5 Meter, das ist Rang 3 für Michael Heiberg. Nächster Springer, der jetzt runter darf, ist Casey Larsson. Ja, ist zwar nicht ganz so weit, aber
Müsste sich eigentlich ausgehen, 132 Meter. Naja, Rang 38. Das geht sich gerade so noch aus. Also da ist er genau drinnen. Noch als letzter. Fatih Arda İpcioğlu jetzt. Also mindestens 39. muss auch er werden. Hat er letztens die Quali, war er nach der Quali schon vorbei für ihn. Heute ist das nicht der Fall. Rang 13 und 37,5 Meter ist sehr solide wieder. Da ist er wieder dorthin, wo er zurückgehört normalerweise. So. Nächster Springer direkt, Pavel Vasek. Da sind genau 40 mit dabei. Er hat ein paar Probleme gehabt. Sehr charakteristisch dieses Jahr für ihn. Und hier 49. Da ist er jetzt schon eigentlich zu weit weg und damit draußen. Weiter geht's mit Jan Hörl, der mal super klasse ist und dann wieder nirgendwo. Heute scheint es wieder ein bisschen besser zu laufen für ihn. Er ist auf jeden Fall mit dabei. 136,5 Meter, Rang 21. So, als nächstes einer der Kobayashis, nämlich Ryoyo Kobayashi. Darf hier anfangen. Ja, macht eine tiefe Hocke zwar, aber er landet ihn. 140,5 Meter. Das ist Rang 4 im Moment für Ryoyo Kobayashi. Die Japaner ja generell hier im Moment gerade sehr, sehr gut unterwegs. Pius Paschke jetzt. Kommt auch etwas höher raus. Macht eine solide Landung. 138 Meter, so solide Platz mit Rang 13. So, jetzt hier der zweite Kobayashi, nämlich Junshiro Kobayashi. Kommt auch ziemlich gut raus. Ja, er macht es auch toll. 140,5 Meter, gleiche Weite wie sein Bruder, aber er ist auf Rang 6, zwei Plätze hinter ihm. Trotzdem die Japaner sehr, sehr stark hier in der Qualifikation. Timmy Zeitschütz. Auch bei ihm gute Höhe, gute Landung. 140 Meter, Rang 8. Konstantin Schmidt darf jetzt ran. Beste Deutsche. Doch nicht, seit letztem Mal doch nicht mehr. Der zweitbeste Deutsche ist jetzt insgesamt. Aber immer sehr konstant weit vorne, hat nicht wirklich krasse Ergebnisse aufgezeigt, außer, glaube ich, den ersten Sieg der Saison. Den hatte er beim Auftaktspringen, aber sonst hat er jetzt nicht wirklich viel krass gemacht. Aber Rang 19, da ist er auf jeden Fall dabei. Aber im Moment im Gesamtweltcup der Beste ist Markus Eisenbichler, denn der hat sich letztens mit einem Sieg zurückgemeldet in den Topkampf. Und mal schauen, was er heute macht. Ja, der war ein bisschen kurz. Rang 45 nur, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, da ist er dabei. Auch wenn es knapp ist, aber er ist dabei. Er ist dabei. Radek Riedl jetzt. Also bei Eisenbichler war schon sehr, sehr knapp. Hat sich ein bisschen vergambelt. Bei Riedl schaut das schon wieder viel, viel stabiler aus. Ist auch auf Rang 13 mit 138,5 Meter. Gut, dann zwei noch. Kamil Stoch, der eine von den beiden. Kommt auch ziemlich hoch raus. Ja, macht es auch solide. 139,5 Meter. Ist wiederum Rang 13. Und zu guter Letzt haben wir noch Alexander Schnieschol. Gesamtweltcup-Führender. Da kommen wir auch sehr, sehr hoch raus, ja. Da gibt es nichts. 142 Meter mit Sicherheitslandung, Rang 19. Da will nichts anbrennen lassen, verstehe ich. Aber 142 Meter ist natürlich top. Und da ist er auch mit dabei. So, bis inklusive Rang 50, was David Kubacki ist. Und danach haben wir nur als einzige Ausnahme von den höherwertigen Springern, von den höherwertigen Startnummern, ist eigentlich Ancelany Scheck, der nicht hier zu sehen ist. Natürlich auch Pavel Vasek darf man nicht vergessen. Aber das war es dann auch schon mit den Leuten, die sich hier definitiv nicht qualifiziert haben, von den Weiten her. Und dann natürlich Sandro Hauswirth und Mackenzie und Daniel Vassiljev noch mit dabei, die auch 141 bzw. 144 Meter respektive gesprungen sind. Und naja, wir starten mit 52 Personen, was sehr, sehr viel ist, hier im ersten Durchgang. Und wir werden dann bei Startnummer, nach Startnummer 42 erstmal die ersten 10 sind, die da qualifiziert sind. Aber wir starten mit gutem Wind. Stefan Huller jetzt hier am Anfang. Schauen, was ihm gelingt. Der schaut nämlich schon sehr stark aus.
Ja, unten ist ein bisschen die Energie ausgegangen. 138 Meter ist trotzdem sehr, sehr solider Start. Da kann er sich auf jeden Fall einen Platz im zweiten Durchgang ausrechnen. So viel ist mal sicher. Jan, habt das. Er schaut noch besser aus und der ist sehr weit. Der ist sehr weit. 142 Meter gleich hier zu Beginn. Super Bedingungen. Das muss er ausnutzen. Und damit geht er erstmal hier in Führung. Und zwar deutlich. Shavrishan Muminov. Das war schon die Weite, die man gesehen hat für einen Qualifikationsgewinn. Mal schauen, was jetzt nachkommt noch. Der Wind ist noch immer gut. Muminov macht es auch nicht verkehrt. 140 Meter, Rang 2. Da sollte er auch keinerlei Probleme haben, hier im zweiten Durchgang teilnehmen zu dürfen. Shigayela. Wind ist weiterhin sehr, sehr stark. Auch für Shigayela, der landet bei 142 Meter, hat nochmal einen halben Punkt mehr als Haptas und ist auf Rang 1. Also, das sind schon zwei dabei, die auf 142 gesprungen sind. Das ist stark und das jetzt schon. Philipp Aschenwald, der könnte auch noch vom guten anfänglichen Wind hier profitieren. 139 Meter macht er jetzt nicht ganz so sehr, aber es ist auf Rang 4 erstmal. Schauen wir mal, ob das Ganze hier so weitergeht mit den Top-Weiten. Wir werden sehen. Muhammed Irfan Sintima jetzt. 138 Meter, nicht so wirklich die gelben Noten, ja genau. Das gilt vom iPhone, die Noten her, deswegen Rang 6 und letzter im Moment. Tatsächlich mit 138 Meter. Naja, Roman Kudelka. Darf jetzt ran. Ein bisschen. Ja, ist in Ordnung, was er hier macht. 139,5 Meter ist Rang 4. Der Absprung ist hier nicht alles, wenn man hier gute Position gleich findet nach dem Sprung. Nur die Höhe halt, die man dann nachher gewinnt, ist hier klasse, wenn man beim Absprung mitnehmen kann. Kevin Maltsev, ja, das ist der Erste, der dann nicht mithalten kann mit den Top-Weiten von vorhin. 134 Meter ist auf Rang 8. Also die ersten sieben Leute haben da hier einen super Vorteil durch den Wind gehabt. Jetzt ein bisschen hier abgeflacht ist. Dominik Peter ist auch immer wieder mal gut für einen guten Sprung im ersten Durchgang. Ja, hat er auch wieder hier Rang 8 für ihn. Also auch er ist bei den ersten 10 dabei, die hier einen guten Sprung haben, bis eben auf Kollege vorhin. Francesco Cecon natürlich. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Auch bei ihm nicht gerade das Gelb vom Ei, 134 Meter, das ist schon mal weg. Genau. Er und Kevin Maltsev hier mit den eher schlechteren Sprüngen. Giovanni Bressadol darf direkt hinterher springen jetzt. Also da scheint schon das Ganze hier eingenommen zu sein, die Plätze. Erstmal 133 Meter, das ist bis jetzt der letzte Rang. Aber wieder alle drei Italiener im ersten Durchgang, aber alle sehr knapp aneinander. Und das ist bei schlechten Windverhältnissen, die jetzt hier herrschen, gerade eher schlecht. Sandro Hausfeld in der Quali war ja schon super. Kann er nicht ganz mithalten. 136 Meter ist wiederum Rang 9 für ihn. Ob das es wird mit dem starken Anfang dieses Durchgangs, ist dann halt mal dahingestellt. Ne? Alex Insam. Auch bei ihm, ja, geht es eher nicht so dahin. 134,5 Meter, das ist nur Rang 11. Und da ist dann die Italiener und Maltsev am Ende des Feldes, die letzten vier. Weiter geht's mit Lovro Kos. Lovro Kos und Shigayela, warum auch immer, verwechsel ich gerne. Ich denke, einer der beiden ist immer gesprungen. Aber die haben von den Namen eigentlich gar nicht so viel gemeinsam. Und naja, warum auch immer, ich verwechsel die gern. Und Lovro Kos jetzt auf Rang 7 Ex-Aequo mit Muhammed Irfan Sintima. Wladimir Zografski ist der nächste jetzt, der runter darf. Schaut ja nicht verkehrt aus, was er hier macht. Aber er stürzt, dürfte wahrscheinlich trotzdem dann mit dabei sein bei den 140,5 Meter. Aber er fällt nicht unter die Standard 30. So viel ist mal sicher. Peter Prius. Auch bei ihm geht es ein bisschen bergab. Zum Schluss, 134,5 Meter ist nur Rang 11. Noten waren okay, aber naja, die Position ist halt nicht gut. René Kaider. Quali lief es gut, jetzt hat er sogar Rückenwind leichten. Also der hat es auch nicht leicht. Trotzdem hat er den Sprung sehr, sehr gut gelöst für diese Verhältnisse, die er hatte. Rang 6 verdientermaßen jetzt.
Stefan Kraft ist der Nächste, der runter darf, und auch er hat Rückenwind über dem Vorbau. Naja, er kann das nicht ganz so gut meistern. 134 Meter, nur Rang 17, da ist er auch weg. So viel kann man da schon mal sagen. Vitali Kalinchenko. Da der Wind halt ein bisschen mitgespielt, auch muss man sagen. Ja, auch Kalinchenko spürt das noch, hat aber wieder besser Winterskraft, aber Rang 12 ist zumindest da noch die Möglichkeit da, würde ich sagen. Die Möglichkeit ist da. Schauen wir mal, weiter geht's mit Jakob Wolny. Ja, nur 30 Plätze halt, ne? Das ist halt das. Wir haben hier 52 Teilnehmer und das war ja kein Jawolny-Sprung, deswegen nur Rang 19 für Jakob Wolny. Das ist im Moment halt nicht wirklich gut. Der vorletzte Rang nämlich. Filip Sakala. Der Tscheche macht das auch nicht schlecht. Kommt hier mit ein bisschen wackeliger Angelegenheit runter. Rang 11 ist im Endeffekt für ihn geworden. Weiter geht's mit Carl Geiger. Ja, macht wieder mal einen guten Sprung. Kommt auch gut runter. 138 Meter sind gute Noten. Das ist Rang 6 für Carl Geiger. Das ist doch schon mal gut. Markus Müller jetzt. Hat jetzt auch nicht wirklich erwischt hier. Müsste dann damit auch der Letzte sein. Im Moment Rang 22, ja, bis auf den gestürzten Zografski eben, ist er jetzt da hinten an vorletzter Position. Daniel Vasiljev. Auch er hat den Absprung komplett verpasst und da gibt er gleich direkt auf. 100, nur 71 Meter, da brauchen wir nicht reden, ne? David Kubacki. Ganz knapp die Quali geschafft. Kann er hier Ähnliches machen und weiterkommen. Das war auf jeden Fall deutlich besser von ihm. 140,5 Meter, das ist Rang 3 im Moment. Und das sprengt als erstes nicht, also nicht Startnummer unter 10 in die Top 5 und wird erstmal Dritter. Weiter geht's mit Antti Aalto. Aalto auch nicht gerade der beste Absprung gewesen. Auch nicht die beste Weite. 133,5 Meter, Rang 21. Auch das wird wahrscheinlich nicht reichen. Marius Lindwig darf jetzt runter. In die Top 10 zu kommen, wäre jetzt schon wünschenswert, fast. Muss man halt sagen. Aber man braucht halt mehr als 135,5. Rang 14 mit guten Noten für Lindwig. Der ist da zumindest hinter die 138er auf Rang 14. Wenn dann ganz knapp für ihn. Wenn, wird es ganz, ganz knapp. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und Robert Johansson, der hier auch einen tollen Sprung hinlegt. Der war gut wiederum. 141 Meter. Das ist Rang 4 für Johansson. Weiter geht's mit Gregor de Schwanden, der hier einen sehr guten Absprung hinlegt. Auch eine sehr gute Sprungleistung. Und wiederum auf Rang 4 liegt vor Robert Johansson. Jetzt auf 4. Naoki Nakamura darf jetzt ran. Was gelingt ihm, ist die Frage. Ja. 135 Meter ist Rang 17. Ja, vor Hauswirt ist er. Aber nicht verlindwigt, der das hintere Feld quasi anführt so ein bisschen. Schauen wir mal, wie es weitergeht mit Johann André Forfang. Macht hier auch eine schöne Leistung, aber auch Forfang fällt hier hin bei 141,5 Meter. Schade, aber den wird man wahrscheinlich nochmal sehen mit einer Chance im zweiten Durchgang. Aber naja, alles gestürzt und sehr 5 Punkten hinterher. Daniel Jofenik darf jetzt hier runter. Sie auf der niedrigen Spur, aber er kommt über die 135er Marke. Ist jetzt auf Rang 17, auch eher hinter Lindwig, aber mal schauen. Vielleicht hat er dann noch Chancen, wir werden sehen. Fredrik Willemstad jetzt. Die ersten 10 mittlerweile dabei. Jetzt halt die ersten 11. Fredrik Willemstad ist nämlich auf 11. Der belegt da einen guten Rang. Huller sind immer Kurs.
Peter, Sakala, Lindwig. Vielleicht auch noch Jofenik. Sind da noch Kandidaten, die eventuell reinrutschen könnten in den zweiten Durchgang. Aber es kommen ja noch viele. Und die Weiten sind sehr hochwertig. Bisher, muss man halt sagen. Ati Aigro hat hier auch eine Fehlleistung hingelegt. Da war er schon in der Quali viel, viel besser und ist mit 126,5 nur Vorletzter im Moment. Weiter geht's mit Domen Preutz. Der hier auch Probleme hat, muss man sagen. Das war nicht das Gelbe vom Ei, muss man halt sagen. Und ja, nichts Besonderes hier. Also schauen wir weiter zu Halvor Egner Granerød. So Mittelmaß, kommt auch über die 135er Grenze, zumindest ist er auf Rang 17 mit Supernoten. Also da kann er schon mal halbwegs zufrieden sein, vor Lindwig auch noch. Und ich würde sagen, das ist keine schlechte Ausgangslage, denn Andreas Wellinger, nach ihm sind 15 schon mal fix mit dabei. Also mal gucken. Ja, auch Wellinger macht das toll, Rang 10, insgesamt ist 15 mit dabei, das ist bis inklusive Sintima und Kos. Und danach sollte es eigentlich jetzt auch kein Problem mehr so groß sein für Granerød oder Lindwig. Jofenik musst du wahrscheinlich schon eher zittern, sage ich jetzt mal. Also, schauen wir mal, Philipp Raimund. Nach Start Nummer 42 können wir ja wieder gucken. So, Raimund jetzt mit 136 Meter auf Rang 19, der jetzt hier Lindwig verschiebt von dem Platz. Könnte sehr, sehr entscheidend werden zum Schluss. Wir werden sehen. Yukir Sato darf jetzt ran. Ja. Der ist gut. Der ist gut. 140,5 Meter ist Rang 7 im Moment für Yukir Sato. Also der war echt nicht schlecht. Weiter geht's mit Michael Heiberg. Auch ein paar kleine Wackler hier oben. Trotzdem, guter Sprung. Rang 6 mit 140 Meter. Kann man nicht klagen. Ist ein guter Sprung. Casey Larson darf jetzt runter. Was gelingt dem US-Amerikaner? Da fehlt auch ein bisschen was. 132,5 Meter ist halt zu kurz. Und Fatih Ada Ipcioglu, danach haben wir 20 mit dabei. Schauen wir mal, wie es immer geht. Also mindestens muss es die 20 bei ihm, aber er verdrückt sich. Naja, reden wir nicht weiter drüber. Ja gut, Rang 20 ist mittlerweile Halvor Egner. Der hat es geschafft. Der hat es wahrscheinlich auch ohne jetzt der, naja, des schlechten Sprungs des Ikcioglu auch geschafft. Mal schauen, Jan Hörl jetzt. Der hier gut hoch wegkommt. Aber unten dann ein bisschen was verliert, auch die Noten nicht so gut sind. Rang 16, dabei ist er zumindest wieder mal. Weiter geht's mit Ryoyo Kobayashi. Ja, der ist hoch. Da gibt's nichts, der war gut. 142 Meter. Ex aequo jetzt auf Rang 1 mit Shigayela tatsächlich. Also der war gut, der Sprung, da gibt's nichts. Und da wird es auch schwierig so sein, weiter nach vorne zu kommen. Muss man halt hier nahtlos anerkennen. Neidlos anerkennen, ja, weil nahtlos macht keinen Sinn. Pius Paschke jetzt auf Rang 18 mit 137,5 Meter. Ist auch durchaus in Ordnung. Und damit ist auch auf jeden Fall unser Durchgang, was schon mal sehr, sehr wichtig ist für ihn. Yunshiro Kobayashi hat jetzt leider nicht wirklich die guten Bedingungen, die er vielleicht gerne hätte. Sprung war nicht schlecht, aber 135,5 Meter und Rang 28 nur. Ja, das ist heute zu wenig. So viel kann man schon mal sagen. So viel sollte man. Das müsste eigentlich zu wenig sein. Timmy Zeitsch. Außer alle nachfolgenden Springer qualifizieren sich nicht. Oder haben einen schlechten Sprung. Zeitsch jetzt nicht den besten Sprung, aber 139 Meter und Rang 13. Ist durchaus vereinbar für ihn. Durchaus fein. Konstantin Schmidt, jetzt der Nächste. Bisschen mehr Wind wünscht er sich natürlich, dass er ganz nach vorne kommen kann. Aber trotzdem durchaus in Ordnung. Auch dieser Sprung, 138 Meter Rang, 16 durch gute Noten.
Kann man nicht nein sagen, ist aber nicht ganz top, da muss er noch auf einen besseren zweiten Durchgang hoffen. Markus Eisenbichler, für ihn gilt dasselbe natürlich. Er muss das Beste in Bedingungen machen, um dann noch irgendwelche Chancen zu haben im Gesamtweltcup. Aber da greift er völlig daneben und ist nur mit Rang 41 draußen. Da hat wieder mal die alte Form zurückgeschlagen. Leider nicht die vom letzten Paar Springern. Naja. Radek Riedl, auch für ihn jetzt dasselbe. Der Böhm ist jetzt auch anscheinend der Wurm drinnen. So kurz vor Schluss. Auch er nur Rang 42. Da ist er nicht mit dabei. Aber zwei noch. Kamil Stoch zum Beispiel. Was kann er zeigen? Ja, das ist sehr gut. 141 Meter, das ist Rang 4. Da kann man nichts beklagen. Und dann jetzt noch Alexander Schnieschall. Hier zu guter Letzt. Oh, der hat hier einen kleinen Fehler gemacht, der eigentlich ein ziemlich großer Fehler ist. Abschwung war nicht schlecht, aber alles, was danach kam, war schlecht. Und von den vier Besten sind drei draußen, nur Stoch drinnen. Hier auf Rang 4. Shiga Jelex-Eco mit Ryoyo Kobayashi in Front. Dann Jan Habtas, Karl Stoch und David Kubacki, die ersten fünf. Drei Polen da auf 3, 4, 5. Sechstes Gregor de Schwanden, siebter Robert Johansson, achter Michael Heiberg, neunter Shabrishan Muminov, zehnter Yuki Asato und dann kommen noch Kudelka und Aschenwald hinterher. Auch noch sehr viele niedrige Startnummern da mit dabei. Aber ja, wer es als letzter sich qualifiziert hat, ist Naoki Nakamura und um 0,1 Punkt hat es nicht geschafft, Junichiro Kobayashi tatsächlich. Also der hätte vielleicht auch noch Chancen gehabt, hat es aber nicht geschafft. Joe Fenech, Lindvik, Raimund, Graneröd, alle dann noch reingerutscht. Aber für Kobayashi war es dann zu wenig, gleich für wie für Schnieschall, Eisenbichler und Riedl. Aber auch vielleicht noch Vater Abelip und Casey Larsson sind hier noch zu erwähnen. Von den besseren Springern. Nun ja, trotzdem werden hier zwei mehr dabei sein, denn die sind gestürzt bei sehr guten Weiten. Ob die noch Punkte machen werden, sei mal dahingestellt. Aber gucken wir uns das mal an. Jetzt im zweiten Durchgang und angefangen wird erstmal mit Wladimir Zografski, der bei 140,5 Meter gestürzt ist und jetzt hier eigentlich einen nicht so guten Sprung hinlegt. 126 Meter sind es nur, also da. Ist jetzt mal nicht großartig viel drin. Mal schauen, was Johann André Vorfang schafft. Der war ja stark, der hätte ganz weit vorne sein können. Und auch hier wieder sehr starker Sprung mit 140,5 Meter. Also wenn er den im ersten gestanden hätte, wäre er sicher mindestens in den Top 5 gewesen heute. So viel kann man mal sagen. Also das war schon stark. Naoki Nakamura jetzt. Starten wir mit den eigentlich 30 Qualifizierten. Mal schauen, wie sie die Leute schlagen, aber selbst er tut sich das schwer und schafft es gerade noch so hier vor Vorfang reinzukommen. Also es ist doch nicht so einfach. Es könnte jeder rausfallen mit einem schlechteren Sprung unter 130. Naja, also doch ganz nicht ganz abwegig hier und heute. So, Daniel Čofenik macht hier einen sehr soliden Sprung. 139 Meter sind es geworden, super Noten. Also zu Rang 1. Gut, dann darf es gleich weitergehen mit Marius Lindwig. Der hier auch auf eine sehr hohe Welle kommt. Der geht sogar noch weiter. 140,5 Meter, auch gute Noten und geht jetzt dadurch in Führung. Also Lindwig und Schofenig, da sehe ich schon mal, dass die ein paar Plätze gut machen werden. Philipp Raimund. Gelingt das Ganze noch besser? Naja, er ist aber auf jeden Fall damit dabei. Auf Rang 2 mit 140 Metern kann man nicht klagen. Nächster Springer, Halvor Egner Granerud. Der kommt da auf eine hohe Weite, auch 140,5, aber geht sich nicht ganz für die Führung aus. Wohl sogar ein paar Zentimeter weiter war es Lindwig, aber die Noten waren nicht so gut wie bei Lindwig. Deswegen nur Rang 2. Philipp Sakara darf jetzt ran an den Braten. Ja, der fällt mal ein bisschen zurück, 135 Meter. Das ist Rang 5. Dominik Peter springt jetzt nicht später. Mal schauen, was ihm gelingt. Schaut auch hoch aus.
verliert unten ein bisschen höher. Trotzdem nochmal 138 mit guten Noten. Trotzdem nur Fünfter. Also, wie gesagt, hier ein hohes Niveau. Mohamed Irfan Sintima jetzt. War auf Rang 22 nach Durchgang 1. Ja. Ist in Ordnung, aber es ist halt, er fällt halt trotzdem zurück. Punkte sind aber Punkte, muss man sagen. Lovro Kos jetzt. War ebenfalls auf Rang 22 nach Durchgang 1. Kommt hier auch zu Hilsers ran. 140 Meter sind es geworden. 0,4 Punkte noch hinter Lindwig, aber auf Rang 3 jetzt. Also hier geht es schon mal knapp zur Sache. So viel ist mal sicher. Also die Landung wird heute noch sehr, sehr wichtig. Pius Paschke. Das heißt, hier wird keine Sicherheit angegangen. So viel ist mal sicher. Paschke landet auf Rang 7 mit 136 Meter. 6 Equo mit Sintima. Nächster Springer. Wir sind schon bei den Top 20 angelangt. Die ersten 10 sind unten. Plus halt die Gestützten. Jan Höll. Punkten wieder. Viel wird es nicht sein. 135,5 Meter, Rang 9. Ist hier heute seine Ausbeute. Start Nummer 1 war Platz 19 nach Durchgang 1. Stefan Huller. Hat mal ein Lebenszeichen von sich abgegeben hier und heute. Und jetzt gerade nicht. Na gut. Das war nämlich ein Sturz und damit ist er aus den Punkten draußen. Leider. Denn die Maus hat nicht geklickt. Sehr schön. Fredrik Willemstad. Ja, macht auch alles ganz toll soweit. Weite nicht ganz so super. Fällt zurück auf Rang 10. Also, naja, es gleicht sich dann doch ein bisschen aus. Konstantin Schmidt jetzt. Aber da auch natürlich nicht die Punktweite, den Aufwand, den er gern hätte. Plus ein paar kleine Fehler mit dem Vorbau bringen ihm dann auch nur Rang 10 ein. Hier bisher. Lindwig noch immer in Führung. Renn Nikaido jetzt. In der Quali gut, im ersten Durchgang nicht ganz so super. Und jetzt hier im zweiten Durchgang wieder top. 139,5 Meter. Das ist jetzt um 0,2 Punkte sogar die Führung für ihn. Weiter geht's mit Andreas Wellinger. 139,5 Meter, 140 Meter braucht man ungefähr jetzt zur Führung. Im Moment, Wellinger schafft hier 138 Meter. Und durch die guten Noten ist er ex-aequo mit Marius Lindwig auf der 2. Tatsächlich sogar. Also da war ein Punktesprung drinnen. 138 braucht man immerhin zur Führung. 138,5 Meter ungefähr. Timmy Zeit schätzt. Der war stark. Der war weit. 140. Und wir haben einen neuen Führenden. 2,7 Punkte jetzt vor René Kaido. Nächster Springer, Karl Geiger. Er war 13 danach in dem ersten Durchgang. Ja, der kommt auch nicht ganz so mit. Fällt da auch zurück. Ist sogar nur auf Rang 15. Also der fällt da auch ordentlich zurück. So ist das halt. Und jetzt schauen wir mal, was Philipp Aschenwald hier runterknallt. Der braucht das eh von den Punkten mal. Denn so gut lief seine Saison bisher noch nicht. Ja, 139 Meter. Das ist Rang 3. 0,1 Punkte nur hinter René Kaido und 0,1 Punkte vor Marius Lindwig und Andreas Wellinger. Also da geht es ganz, ganz knapp zu. Nur Timmy Zeit schon ein bisschen weiter vorne. Roman Kudelka hat jetzt auch wieder super Bedingungen. Gelingt ihm heute so ein bisschen ein DSJ-Comeback. Naja, nicht ganz 137 Meter und ein halber ist Rang 8, obwohl er dann nur 0,9 Punkte hinter dem zweiten ist. Krass. Also da geht es knapp zu. Entweder ist man erster, also entweder ist man zweiter oder zehnter. Da gibt es fast nichts dazwischen. Yukiya Sato jetzt. Auch bei ihm der Sturz wegen Mausproblemen. Meine Güte. Manchmal, ne? Möchte die Maus ins Fenster schmeißen. Naja. Shabushin macht's in Ordnung. Aber die Noten halten ihn zurück. Nur Rang 8. 9 sogar noch. Rang 9 war. Obwohl er da nicht weit zurück ist. Da fehlt nicht viel.
Michael Heibegetz. War 8. nach Durchgang 1. Auch er fällt hin bei 139 Meter. Also auch er fällt jetzt zurück. Sonst wäre er ziemlich, ziemlich gut gewesen, der Sprung auch. Aber er fällt hin und ist damit weit hinten. Robert Johansson schon am Weg. Der schaut hier heute sehr komfortabel aus. 140 Meter, das ist Supernoten und Rang 1, also da gibt es nichts. Da ist jetzt 4,1 Punkte nochmal vor Timi Zeitsch. Der schaut heute den ganzen Tag schon gut aus. Und jetzt überlegt mal, was gewesen wäre, wenn Johann André Vorfang hier gestanden wäre. Wäre auch mindestens hier schon über 300 Punkte. Also, naja. Gregor de Schwanden. Schon in der Luft. Also jetzt wieder ein bisschen Platz zwischen ihm und Rang 2, aber er kommt mit 190,2 Punkten, was nur 2 Punkte weniger sind als der dritte, nur auf Rang 12. Also da ist extrem knapp das Feld. Nur die ersten zwei haben ein klein bisschen Vorteil, bevor jetzt hier die letzten 5 kommen. David Kubacki. Gute Landung bei 138 Meter ist trotzdem mindestens Requirement und er schafft hier 140 Meter und kommt damit 0,6 Punkte vor Robert Johansson auf 1, 299,6 jetzt und 4 noch oben. Schauen wir mal, David Kubacki jetzt auf 1, Kamil Stoch gerade in der Anfangsposition. Oh nein, 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 auch er passt seine große Chance hier, um auf Schneeschall aufzuholen, verpasst er hier. Und ist weit zurückgefallen. Also, naja, nimmt 2 Punkte mit, aber das hilft ihm eigentlich gar nichts. Eieiei, ganz bitter für ihn. Zeitsch wieder hier fast, schaut aus wie der große Punktegewinner, sollte er hier bleiben. Naja, so ist es halt manchmal. Jan habt es dafür, jetzt die große Chance, sein erstes Podium mitzunehmen. In DSJ. Und von der niedrigen Startnummer wegzukommen. Und das scheint er hier heute zu machen. 141,5 Meter. Und ist jetzt 0,9 Punkte vor David Kubacki auf der 1. Die Punkte waren bei ihm nicht gut, aber die Weiten waren sehr überzeugend. Und jetzt noch einer bzw. zwei, denn die Startnummer war, die Punkteanzahl war gleich. Shiga Jela jetzt. Gibt das gleiche wie für Hab das. Aber er stürzt! Er stürzt hier bei 141,5 Meter. Ist damit nur auf Rang 24, aber der hätte hier heute gewinnen können. Das war ein sehr, sehr starker Sprung. Das ist halt das manchmal hier in Lillehammer. Wenn man zu hoch ankommt, kann man stürzen. Ryoyo Kobayashi. Kann er das besser angehen? Er stürzt auch hier. Er stürzt auch hier und wird auf Rang 27 durchgereicht. Damit gewinnt das hier Jan Habters vor David Kubacki und Robert Johansson. Vierter wird Timi Zeitsch, der hier auch wieder super auffahren kann im Gesamtweltcup. Aber sonst, boah, das ist bitter für so viele Leute hier, die hier gestürzt sind im zweiten Durchgang. Alle weit über 140 teilweise, außer Hula vielleicht. Aber wow, ja, das ist bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Nun ja, habt das gewinnt hier aus dem Nichts quasi, aber hat er heute zwei super solide Sprünge, die er beide gestanden hat, über 300 Punkte. Und Kubacki und Johansson direkt hinterher. Also mal gucken, was es jetzt ausmacht. Ja gut, vorne ändert das nicht viel. Radek Riedl jetzt noch immer auf 3, Markus Eisenbichler noch immer 4. Timi Zeitsch jetzt auf 5, der mit seinem vierten Platz wieder gut aufrückt. 6. Schmidt, 7. Paschke, 8. Junshiro Komashi, 9. Jan Hörl, der ein paar Punkte wieder macht, 10. Ryoyo Kobayashi und danach Vasek, Wellinger, Ipcioglu, Graneröd, Raimund. Das sind die ersten 15. Kubacki jetzt auf 16 mit diesem Platz und Habtas müsste jetzt auch über 100 Punkte haben. Der müsste irgendwo hier sein, gleich mal. Ja, Jan Habtas und 44 Punkte jetzt. Da müsste auch der, nicht einmal Tandis, der niedrigste Gewinner mit 119 Punkten, der hat einmal groß gepunktet und dann nur 19 Punkte gehabt. Also, naja, der niedrigste am Podium war Kevin Maltsev mit 102 Punkten. Naja, der hat zumindest mehr Punkte gemacht als ein Tande noch, weil Tande hat nur 19 Punkte plus die 100. Das sind ja ganz unten sonst gewesen wäre. Aber so ist das nun mal. So kann das gehen hier.
Und wir sind hier mit 100 Punkten schon fast am Ende angelangt. Also das ist schon krass, muss man sagen. Und wir sehen uns dann jetzt aber das nächste Mal wieder mit diesen, naja, komischen Lillehammer-Springern. Vorne hat sich eigentlich jetzt doch nichts geändert. Naja, so ist es eben. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und springt schon brav weiter.